Ich habe mir mal Gedanken gemacht über Österreichs erfolglosesten Wirtschaftsexport vor ca. 80, 85 Jahren nach Deutschland. Adi? Irgendwo tief in ihm drin müssen doch auch so Gefühle gewesen sein und er hätte einen Liebesbrief wahrscheinlich eher gemalt, denn geschrieben, aber wie hätte denn so ein Liebesbrief von ihm an seine herzallerliebste Eva in etwa geklungen? Vielleicht was so. Kurze Choreografie.